So, jetzt habe ich euch zwei Öle mitgebracht. Einmal das Röstiöl und einmal Omas Butteröl. Das Röstiöl ist eins unserer Würzöle. Das bedeutet, das wird nicht schon während der Zubereitung in die Speisen mit reingegeben. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf dem Grill, dann wird es nicht schon vorher mariniert mit dem Röstiöl, sondern es wird dann erst danach drüber gegeben. Weil Würzöle werden immer, dürfen nicht so hoch erhitzt werden. Das bedeutet, immer erst danach drüber tun. Zum Beispiel eignen sich hier hervorragend über Kasspatzen. Kasspatzen in Verbindung mit Oh My Onion und Röstiöl, der Knaller. Also das ist wirklich zum Niedergehen. Richtig, richtig lecker. Du kannst es auf sämtliche Kartoffelgerichte machen, ob das jetzt Bratkartoffeln sind, ob das jetzt Kartoffelbrei ist. Und da so ein Schuss Röstiöl drüber, das schmeckt richtig, richtig, richtig lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das Omas Butteröl, das ist ein Rapsöl mit Buttergeschmack. Das heißt, da ist ein Butterextrakt mit drin, also von echter Butter. Deswegen ist es nicht für Veganer. Also Veganer müssen da die Finger von lassen, weil Butter, ja klar, von der Kuh kommt. Dieses Butteröl ist bis 220 Grad erhitzbar, also anders jetzt als unser Würzöl. Und mit dem kannst du hervorragend backen, kannst braten, du kannst andünsten, du kannst es also quasi eigentlich für alles hernehmen. Es gibt ja manche Kuchenrezepte, wo man Öl reintun muss. Und ich hatte das mal gemacht und habe da so ein Rapsöl halt aus dem Supermarkt geholt. Und es hat beim Aufmachen hat schon total gestunken und es war richtig kreislig. Als ich dann den Kuchen, ich habe gedacht, na gut, mache ich mal, vielleicht verfliegt es ja. Aber nein, leider nicht. Der Kuchen war sowas von kreislig. Inzwischen mache ich meine Kuchen nur noch dann mit Omas Butteröl und das schmeckt wirklich richtig gut. Und das Tolle ist, die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren haben da ein ideales Verhältnis, dass das wirklich auch noch ein gesundes Öl ist. Also ihr tut euch damit was Gutes. Wenn ihr Pepper Chef Artikel habt, dann lassen die sich ganz hervorragend mit Omas Butteröl einpinseln. Wenn ihr so die ersten Male, wenn da noch nicht die Patina drauf ist, dann könnt ihr das wunderbar mit Omas Butteröl machen. Und da seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite.